Gesprächs. Freunde der starken Unterhaltung, ich melde mich auch mal wieder. Ich existiere tatsächlich auch noch. Hey! Ich hoffe, ihr habt mich ein wenig vermisst. Hey! Ihr seht im Titel, es gibt heute etwas ziemlich Spezielles, was es so noch nicht gab. Denn ich habe tatsächlich einen Radiosender verarscht. Oder wie man auf YouTube sagen sollte, ich habe ihn geprankt. Das Ganze hat sich zugetragen in einem Livestream und war ziemlich spontan. Also ihr merkt, in meinem Livestream gibt es nice, spontane Unterhaltung. Dementsprechend guckt jeden Tag gerne vorbei, denn ich streame auch jeden Tag. Erster Link in der Videobeschreibung. Und ich werde euch in dem heutigen Video einfach mal erzählen, wie das Ganze dann passiert ist, dass ich einen ziemlich bekannten deutschen Radiosender verarscht habe. Dementsprechend viel Spaß mit diesem Video. Es begann relativ harmlos. Ich habe an einem Vormittag ETS, den Euro Truck Simulator 2, entspannt gestreamt, so wie ich das ganz gerne mache. Und wir haben gerade einen Radiosender herausgesucht, den wir während der Fahrt hören möchten. Übrigens, es macht sehr viel Spaß, einen Truck zu fahren. Wundert euch nicht, was ich für Spiele im Stream spiele. Also, es gibt leider nur eine begrenzte Anzahl von deutschen Sendern. Wir haben Simlife Radio. Simulator One, Antenne Niedersachsen. Was gibt's denn bei Antenne Niedersachsen? Bei Antenne Niedersachsen gab es gerade an diesem Tag etwas Besonderes, so wie es der Zufall wollte. Es war zu dem Zeitpunkt der Pfingstmontag und man konnte sich Musik per WhatsApp-Sprachnachricht wünschen. Wie man sich vorstellen kann, hat mein Chat mich überzeugt, dort auch mitzumachen. Passenderweise war ich ja gerade als Trucker unterwegs, dementsprechend habe ich mich in der Sprachnachricht als Trucker ausgegeben. Antenne Niedersachsen, das extra lange WhatsApp-Wunsch-Hit-Wochenende an Pfingsten. Nummer? Auf antenne.com. Ja, wollen wir einfach, keine Ahnung, ich würde Afrika halt feiern. Ich wünsche mir Afrika von Toto. Ich muss es aber vor allem Deutsch aussprechen. Ich wünsche mir Afrika von Toto. Ich wünsche mir von Toto Afrika. Und so klang die fertige Sprachnachricht, die ich dann auch wirklich abgeschickt habe. Oh moin, hier ist der Basti. Ich bin gerade an der 1, ich mach Pause. Ich wünsche allen Truckern eine gute Weiterfahrt. Ich wünsche mir von Toto Afrika. War? Bis denn, Antenne. Ey Bruder, wenn es wirklich funktioniert, dann mache ich dazu ein Video, ne? Das wäre so lustig. Ich im Radio. Nachdem ich diese Sprachnachricht abgeschickt habe, sind bereits 2-3 Stunden vergangen und wir haben schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich überhaupt in die Sendung reinkomme. Zu dem Zeitpunkt haben auch eine Menge Zuschauer aus dem Chat halt auch mitgemacht und kamen halt auch nicht in die Sendung. Sprich, die Wahrscheinlichkeit war relativ gering. Zudem macht es nicht wirklich viel Sinn zu sagen, dass man am Pfingstmontag, einem Feiertag, mit dem LKW unterwegs ist, da halt eigentlich keine LKWs unterwegs sein dürften. Dementsprechend sind wir davon ausgegangen, dass wir durchschaut wurden und sowieso nicht in diese Sendung reinkommen. Was dann aber nach 3 Stunden Warten passiert ist, seht ihr hier. Beantworten. Moin, hier ist der Basti. Ich bin gerade an der 1. Ich mach Pause. Ich wünsche allen Truckern eine gute Weiterfahrt. Ich wünsche mir von Toto Afrika. Pfingsten mit Antenne Niedersachsen. Sie wünschen hier ist das extra lange Wunsch-Hit-Wochenende. Ja! Es ist mein Lied! Es ist mein Lied! Es ist passiert! Ja, es war mein Lied. Und es ist auch passiert. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass das wirklich funktioniert. Und es ist jetzt nicht das Überkrankeste, was jemals passiert ist. Aber zu dem Zeitpunkt war das einfach absolut lustig. Und dieses wunderbare Ereignis wollte ich auch noch mit euch auf YouTube teilen. Ich habe bislang noch keine Rückmeldung von Antenne Niedersachsen dazu bekommen. Aber eventuell ergibt sich ja da noch etwas. Ansonsten habe ich abschließend noch zu sagen, dass ich mich entschuldigen wollte für die Inaktivität auf YouTube aktuell. Wie gesagt, ich bin auf Twitch sehr aktiv. Aber ich werde versuchen, das eventuell auf YouTube auch wieder zu ändern. Eventuell habe ich Hoffnung darin, dass im Juni vielleicht Minecraft ein wenig mehr an Popularität zurückbekommt. Lasst euch einfach überraschen, was auf euch zukommt. Ich freue mich auf euch und hoffe, dass wir uns vielleicht im Stream sehen. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.